Alright, 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 Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Nathans. Wir spielen Lucy in diesem dunklen Gefilde und sind auf der Suche nach dem Kühlschrank des Lichts. Mit dem Kühlschrank, wo das Licht leuchtet. Deswegen ist es auch hier immer so komisch, abwechselnd dunkel und hell. Weil ihr Kühlschrank hat kein Licht und sie sucht halt das perfekte Licht für den Kühlschrank. Das war die Story, die ich im letzten Teil rausgefunden habe. Beziehungsweise mir wünschte. Run to jump longer. Okay, so much for that. Spiel ist dunkel. Spiel ist dunkel. Ihr braucht euch nicht zu beschweren, dass ihr manchmal nichts seht, vielleicht im Let's Play. Weil, so ist es halt. Atmen. Springen. Shit. Oh, das Spiel war so nett und hat das die Plattform verbreitert. Ich bin einfach zu blöd gewesen. Bin zu blöd gewesen. Und Lucy verschluckt sich immer wieder gerne. Nur wenn ich den linken Mausbutton klicke, dann verschluckt sie sich nicht. Macht Sinn. Macht Sinn. Macht Sinn. Akzeptiert es einfach. Hinterfragt es nicht. Hinterfragt es nicht. Ich tue es auch nicht. Ich versuche das Spiel einfach durchzuspielen. So schnell es geht. So schnell es geht. Soll es ein Speedrun werden? Nö, soll kein Speedrun werden. Aber ihr wisst ja, ich spiele eigentlich recht schnell. Wisst ihr das? Wusstet ihr das überhaupt? Ihr habt wahrscheinlich meinen Kanal noch vorher nie gesehen. Ihr werdet es noch sehen. Irgendwann werdet ihr diesen Kanal einschalten. 50 Jahre später und sich denken, Mann, Stan ist echt ein Schneller gewesen. Wenn es um Licht im Kühlschrank geht, war er immer schon schneller. Ich habe auch immer versucht, den Kühlschrank zuzumachen und zu gucken, wie das Licht ausgeht. Hat das noch jemand gemacht außer mir? Eine recht große Halle haben wir jetzt hier. Ich glaube, ich erzähle noch nebenbei so irgendwas. Woo. Okay. Okay, das habe ich gemeint im letzten Teil. Das Spiel wird wahrscheinlich noch stellenweise sehr, sehr, sehr... sehr komplex, sehr verwirrend, sehr puzzelig. Wahrscheinlich sowas in Richtung Portal oder sowas. Wir kriegen Elektro-Soundtrack. Lauf nicht weg. Sonst verschlucke ich mich noch. Solange ich mal linken Mausbutton drücke, verschlucke ich mich nicht. Oh, der ist... Wo hast du so schnell her, ehrlich? You little bitch. Wo bist du? Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Ich versuch's ohne. Ich sehe einen Scheiß. Okay. Jetzt geht's besser. Jetzt geht's besser. Ich hätte gedacht, dass ich eigentlich vorhin auch schon ganz gut gelaufen bin, aber anscheinend nicht so. Scheint nicht so. Jetzt halte ich mit. Jetzt halte ich mit. Auch wenn ich bin sogar stellenweise schneller, was nicht gut ist. Dann sehe ich die Lücken so spät. Das Atmen ist nervig. Das Atmen ist nervig. Dann. Licht. Ich habe den Kühlschrank gefunden. Schön wär's. Schön wär's. Wir sind jetzt irgendwie oben. So wie es aussieht. Es ist fucking hell. Nicht weggehen. Brauch dich noch. Brauch dich noch, kleine Kugel. Hier ist es immer so dunkel. Okay. Hey, wir sind ja wieder back. Ich habe so das Gefühl, ich sollte hier nicht runterfallen. Okay, da unten waren wir. Da unten waren wir. Was mache ich jetzt hier? Was soll ich jetzt hier? Ah, okay, verstehe. Verstehe, hoffe ich. Ich hoffe, ich verstehe es. Wir sind nach rechts gegangen und haben dort ein Puzzle gelöst. Jetzt gehen wir nach links und lösen hier das Puzzle. Weil die unendliche Suche nach dem Kühlschrank, nach dem Licht des Kühlschranks Licht. So, irgendwann dichte ich mir die Story schon zusammen. Ich alber viel rum, ich weiß, ich weiß. Suck it. Tut es einfach. So, was haben wir hier? Ja. Ja. Macht Sinn. Macht Sinn. Macht Sinn. Fucking Sinn. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, das Spiel ist konfus. Das Spiel ist saukonfus. Am Anfang des Spiels haben wir ein Monster gesehen, wo Lucy verfolgt wurde. So, damit kriegen wir die Brücke wieder hin. Und damit ist die Tür wieder offen. Na, sehr schön. Das war noch okay. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das richtig mindfuckt wird in den letzten Level, in den späteren Level. Performance bricht ein bisschen ein. So, wenn ich das Ding jetzt berühre, ist die Treppe weg. Wetten wir? So viel dazu, so viel dazu.
Ich hätte mir auch eigentlich andere Spiele suchen sollen. Die straightforward sind irgendwie Call of Duty Teil 500 Milliarden 68. Dann hätte ich wenigstens nicht so jetzt Puzzle-Lösung hier dran machen müssen. Und Puzzle-Lösung ist nicht so mein Fall. Also ist schon mein Fall, aber ist nicht so mein Aufnahmefall. Aufnehmen ist eigentlich nicht so einfach für diese Art von Spiel. Aufnehmen ist nicht so einfach, weil man muss sehr oft rumrennen, sehr oft rumprobieren. Nicht immer klappt. Nicht immer klappt. Zum Beispiel hier. Zum Beispiel hier. Wir brauchen eine Leuchtkugel, die uns das Ding hier ausfüllt. Ist irgendwas unten? Da ist eine. Nee, da sind wir hergekommen. Bullshit. It's a trap. It's a trap. Oh, das Atmen vergesse ich immer wieder. Atme. 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 Gesagt, fucking atme. Yeah. Ein kleiner Würfel, den ich berühren muss. Ein kleiner Würfel, den ich berühren musste. Okay, wir haben jetzt einen Würfel, der hin und her leuchtet. Und so kommen wir rüber. Nice. Dann. Holy shit. Ich habe Angst. Ich habe Angst, wie das Spiel wird. Was aus dem Spiel werden kann. Welche Puzzles aus dem Spiel werden passieren können. So, und wir haben unsere zweite Kugel, die uns jetzt hoffentlich den Raum da erleuchtet. Schon wieder verschluckt. Arme Lucy. Arme Lucy, mit mir verschluckt sie sich noch so oft. Sie mag schlucken. Und es rumpelt. Der Kühlschrank. Fleisch. Wurst. Oh, ich wurde reingesaugt. Okay. Ich glaube, das war der erste Kapitel. Ich habe den Kühlschrank anders vorgestellt. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Ich sehe Rauch. Vorne sehen aus. Wie soll? Ah, wir werden gezogen. Okay, deswegen höre ich Schritte. Neuer Level. Neuer Level. Going down. Erzählt mir doch mal lieber erstmal, warum ich up war, bevor ich down gehe. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Story Games, ne? Ihr wisst ja. Ich mag Story Games. Ich liebe Story Games. Aber was ich nicht so mag, sind Spiele, die mir nichts erzählen. Ja. Die Lösungen hier sind manchmal echt unkonventionell. Oh, das sieht aus wie eine Fuck. Jesus Christ, guckt euch mal das an. Mein Kopf tut weh. Mein Kopf tut weh. Bin in einer riesen Stadt angekommen. Das Artdesign, saugenial. Erinnert mich so ein bisschen an den Manga Blame. Das hat auch so ein geiles Artdesign, sag ich mal. Holy shit. Wir haben überall Treppen, Licht und irgendwo hier muss auch ein Kühlschrank sein. Ein Kühlschrank, den wir benutzen können. Oder? Ich meine, so viele Häuser, so viel Licht. Hä? Ich wollte eigentlich runtergehen, aber gut. Geht halt hoch. Geht halt hoch. Geht halt hoch. Okay, das komische Treppensteuerung, ich. Manche Spiele sind so, manche Spiele sind so. Will ich gar nicht hinterfragen, sind's halt so. Aber das gefällt mir. So richtig epochale Gebäudenstrukturen, sag ich mal, wo man sieht, dass es halt einen sehr großen Landmasse hat. So, verschluck dich nicht. Ich glaube, das mit dem Atmen haben die gemacht, weil die nicht wussten, was sie sonst mit dem Spiel machen sollen, oder? Es wird ein Puzzle Jump'n'Run. Puzzle Jump'n'Run. Nicht jedermanns Sache. I don't care. I don't care. Ich wollte irgendwas zocken, um auf diesen Kanal rauszubringen. Ich werde auf jeden Fall mehr PS4 machen in der Zukunft. Sobald ich aus dem Urlaub wieder da bin, sobald ich meine Vlogs geschnitten habe und sobald ich meinen Kanal so ein bisschen wieder auf Vordermann gebracht habe, weil... Sobald ich meinen Kanal wieder auf Vordermann gebracht habe und die ganzen Stanrins und Photoshop Palettes wieder in Gang wieder einen gewohnten Zyklus haben, werde ich versuchen, mal ein bisschen wieder PS4 zu zocken. Ein paar Games habe ich da angesammelt.
Kann man alles zocken und ist auch bestimmt alles lustig und was weiß ich nicht. Aber das dauert halt noch und ich bitte halt um Geduld. Deswegen bringe ich auch dieses Spiel raus, weil es eigentlich schnell machbar, schnell gemacht ist. Dachte ich, wer weiß, wahrscheinlich sitze ich hier noch 3 Tage dran. In 3 Tagen geht mein Flieger. In 3 Tagen geht mein Flieger. Aber was soll's? Ich nehme mal die Treppe. Wenn der Part heißt Going Down, dann nehme ich die Treppe, die Going Down macht. Oder? Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Fast schon. Ich weiß, ich könnte hier eigentlich ewig rumrennen. Ich finde das mit der Musik und einfach mit dem ganzen. Das war's. Ende Gelände. Ende Patete. Wohin jetzt? Wohin jetzt? War das wieder eine Sackgasse? Ich hoffe nicht. Das Problem an dem Spiel ist, es gibt keine klare Struktur. Man sieht halt nicht, wo man drauf kann und wo man nicht drauf soll. Zum Beispiel könnte ich auch genauso gut da hinten hinrennen, aber auch da kann es einfach nur eine Sackgasse sein, wo ich nicht weiterkomme. Kann aber auch genauso gut sein, dass ich hier irgendwo runter muss, da zum Beispiel. Weil das Spiel halt denkt, fuck you. Mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst und wie du willst. Unterschiedliche Wege und unterschiedliche Römer und was weiß ich nicht alles. Naja, sage ich ja. Sackgassen everywhere. Aber hier könnte ich wahrscheinlich so ein bisschen runter. Runter. Ich lebe noch. Das war bestimmt der offizielle Weg. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht der offizielle Weg sein sollte. Nicht, dass ich zum Beispiel diese Treppe nehmen sollte vorher. Oder ähnliches. Nein. Ich bin einfach runtergefallen. Because I can. Aber wisst ihr was, Leute? Das war's auch schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ein bisschen zur Entspannung. Nicht so ganz actionreiches Let's Play, aber dafür eine sehr actionreiche Moderation von mir. Weil ich das ja auch so gut kann. Und wir suchen immer noch nach dem heiligen Kühlschrank des Lichts. Und wir kommen weiter. Perfekt. Perfekt zum Abschluss. Von daher, schaltet rein in die nächste Folge. Wenn euch das Spiel nicht gefällt, Pech gehabt. Es kommt jetzt leider an die nächsten Wochen. Wie gesagt, Donnerstag kommt ein GTA noch raus, ab und zu mal. Aber ansonsten bleibt es erstmal bei dem Spiel, bis ich wieder aus meinem Urlaub zurück bin. Von daher, schaltet rein in die nächste Folge. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich sehe euch nächste Folge. Macht einfach.